So. Ich spiele mal weiter. Oh, es ist laut. Nee. Einmal nach unten. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, sagtest du bereits. Das wirkt alles so... Finde Rick, optional. Was haben wir denn da? Irgendwas haben wir da? Ich weiß nicht was. Kann ich ja nicht sprinten? Ja, kann ich, okay. Die Türen hier gehen alle nicht auf. Ich kann also sowieso nur in eine Richtung. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Ah, wen haben wir denn da? Kirk schickt mich. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Mach dein Ding. Habe ich jetzt wirklich 20 Minuten oder kann ich mich auch umsehen? Weil ich will mir gerne auch die anderen Autos hier angucken. Das sind nämlich echte Prachtexemplare hier. Da können wir wieder was kaufen. Ich will aber jetzt gerade nichts kaufen. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Oh, schick. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts zu holen, außer ein paar Automaten. Dann... Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Hallo? Okay. Cool bleiben. Nichts Persönliches. Hätte ich fahren sollen? Ich weiß es nur nicht. Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Nie von Gaunerehre gehört? Wer es findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Hey, das ist mein Auto! Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Er war's! Wenn du dahin, wo ich dich sehen kann, schön langsam! Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Ja, das lief ja super. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Club. Ich sehe, du hast nichts dazu gelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Deine aber nicht. Ah ja, deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta, auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt. Du weißt einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Ich auch nicht. Schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im Melbotte. Wir kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Verwehrst hier. Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater.
Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Wer hat den gehört? Nicht mal der Polizei kann man trauen. Fuck. Ja. Kommen zu Cyberpunk. Oh, fuck! Ich bin aber nicht im Meer. Oh, einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Moment. Wells wie Mama Wells? Deshalb kam mir dein Name bekannt vor. Meine Mutter, ja. Das Coyote ist ihr Schuppen. Komisch, dass wir uns noch nie getroffen haben. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestzecke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron. Muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Plötzlich sind wir voll dicke miteinander. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Erstmal, woher hast du Militech? Das?
Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Also Tutorial machen wir auf jeden Fall. Klar, kann nicht schaden. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt! Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Okay, dann mal los. Besuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Okay. Oh, eine Waffe. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Ich bin nicht der beste Schütze, aber ich versuche mein Bestes. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Okay, um hier weg zu ducken. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Ich wurde nicht einmal getroffen! Nehmen. Okay. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Lee. Oh. Oh. Ah. Ah. War doch locker ein Kopfschuss gerade. Ich mich überhaupt? Alter, ich bin nicht sehr gut, ne? Der da oben, der geht mich tierisch auf den Sack. Das trifft mich einfach die ganze Zeit. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Welche Plattform? Ich komme da nicht hin. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. Erstmal laden. Missionsobjekte werden Gold hervorgeben. Scanne zwei solcher Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in der Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Okay, Gefahr wird rot hervorgerufen. Geräte, die du hacken kannst, werden grün. Interaktive Objekte werden blau. Muss ich jetzt was Grünes suchen? Da oben. Und jetzt? Achso, lass los. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie technohektisch in dem Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja, den da? Okay, und wie hacke ich jetzt?
Ja, das dauert eine Weile. Konzernmords. Stil vor Substanz. Und jetzt schleiche dich an die Wache. Gut. Heran. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn auf. Töten, nicht tödlicher Takedown. Es ist Training, komm. Ich glaube, wir werden auch sowieso eine Menge töten. Deine Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Kann ich? Okay, du kannst tote oder bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken. Einfach auf gelbe Symbole achten. Das sah gerade irgendwie nicht richtig aus. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Töten und verstecken. Okay. Das ist cool. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Zünde die Granate. Was? Wie? Ich muss noch ein bisschen gucken hier, ne? Der ist doch tot, oder jetzt, ne? Also beide. Okay, da müssen wir später noch ein bisschen mehr ausprobieren. Verlinken. Ah, jetzt geht's ja ans richtige Hacken. Ja, zum Hacken eines Netzwerks musst du dessen Codesequenz nachbilden. Indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst, die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Warte, ich muss jetzt... Das Breach-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus der Code-Matrix aus. Ja, und... Achso, ich muss... Okay, das Programm wurde jetzt erfolgreich ins Netzwerk hochgeladen. Wenn es dir misslingt, versuche es einfach wann anders noch einmal. Misserfolge haben keine Nachteile für dich. Das ist schon mal interessant, weil wir werden bestimmt auch eine Menge hier verkacken später. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Gerne doch. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay, das Basis-Tutorial ist durch. Ich würde aber trotzdem gerne die anderen machen. Was ist? Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Das kann ich doch. Gehe zum Fenster. Markiere alle Wachen. Habe ich sie jetzt markiert? So markiere ich, okay. Feindlicher Bereich.
Ja, aber... Verstecke dich vor den Wachen, betritt das Trainingsbereich. Okay, betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich die Alarmanzeige. Geh rechtzeitig in Deckung, eher dich bemerkt. In Deckung, ja. Schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Wie soll ich das denn machen? Der bewegt sich ja nicht, ne? Der da bewegt sich nur. Wie komme ich da jetzt lang? Kann ich irgendwie... Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Ninja-Idee erlebt? Genau so. Ja, aber der sieht mich ja direkt, wenn ich da lang gehe. Ich dachte, es geht hier um Ausschalten. Dahinter? Komme ich auch nicht. Ich versuch's mal. Machen wir mal nicht tödlich. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Ja, lief vielleicht nicht ganz so flüssig, aber egal. Halte die Augen auf nach Sicherheitssystemen wie Geschützturm und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay, wie soll ich das denn machen? Bewegt die sich? Die bewegt sich doch, oder? Was ist? Wollen wir? Hey, ich bin doch schon auf dem Weg. Was? Ach doch, ich kann sehen, in welche Richtung sie sich bewegt. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Oha. Einfach versuchen. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Kuschelkampf? Ah, okay. Schneller Angriff, halten für schweren Angriff, blocken, ausweichen, sprinten. Okay. Ja, yeah, das habe ich gerade gelesen. Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit durchgedrückt. Um Kämpfe schneller auszuführen, drücke R2, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt. Okay. Okay, jetzt halten. Und loslassen. Okay. Das kostet mich Ausdauer. Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Schnelle Angriffe fügen einem blockierenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Ja, wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zu. Jeder Angriff, mit dem du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fährt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Okay. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe. Ja, was soll ich machen? Blocke schwere Angriffe. Ja, dann komm. Komm schon! Ja. Kontere zwei gegnerische Angriffe. Drücke bei einem
eingehenden Angriff R2, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenanschlag. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Hä? Ja, moin! Konter zwei gegnerische Angriffe. Drück bei einem eingehenden Angriff um. Achso, Verteidigung. Ich drück die ganze Zeit Angriff. Oh. Mist. Ah. Ja, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Komm nochmal. Ah, Mist. Okay, wähle zum Ausweichen eine Richtung und dann Kreis. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Ich hab doch Kreis gedrückt. Aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Oh, nice. Gib her. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Kommst du her? Oh, kommst du her? Katana, beste Waffe. Zeig mir, was du gelernt hast. Hab ich doch. Du bist einer Reihe von Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Nein! Warte. Ich hab doch verteidigt! Super. Du machst das echt ziemlich gut. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich eine Waffe wechseln kann. Das war das Problem. Ich wusste nicht, ob ich eine Fernkampfwaffe hatte. Viel Glück. Nichts mehr zu sagen? Hast du nichts mehr zu sagen? Ich hab alles gemeistert. Also ein bisschen aufmunterte Worte hier. Hey, du bist der Champ, du bist der Beste, du hast es geschafft. Das hätte ich schon gerne noch gehört. Okay, wir haben alles gelernt. Wir sind jetzt Profi. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Warte. Haben wir das schon gesagt? Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Das ist überhaupt unser Job. Also wir werden töten, entführen, ausrauben. Das würde ich gerne vorher Aufzug. Wissen. Oh, guck mal, eine Trophäe. Weise eine Granate einem Kampfgadget Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Und wie genau soll ich das machen? So vielleicht? Cyberware, Charakter, Werte, nein, Inventar, Itemherstellung, was ist Cyberware? Achso, das ist mein Körper, aber wie mache ich das denn mit... Wurde mir nicht gesagt. Wenn mir das keiner sagt, dann weiß ich es doch nicht. Rucksack sind wahrscheinlich alles meine Sachen. Das ist das. Das ist Inventar.
Hier vielleicht? Nee, Waffe habe ich nur eine. Schnellzugriff. Was haben wir denn hier? Granate. Und Heilung, ne? Ja. Okay, Granate ist aber schon hinzugefügt. Okay. Ja, Entschuldigung! Ich weiß auch gar nicht, wie alles funktioniert hier. Das wurde mir eben nicht beigebracht. Es gab auch kein Tutorial mit Granaten. Ich werde mich wahrscheinlich als erstes selbst in die Luft sprengen. Hast du den Knopf nicht drücken? Wo muss ich das machen? Wo müssen wir überhaupt hin? Hallo? Willst du drücken? Ich weiß nicht, wo ich drücken soll. Ich glaube, ich muss hacken. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Bug. Konzentrier dich. Bing. Ich will... Hat er die Waffe rausgeholt. Dann mache ich das auch. Apartment 1237. 1237, alles klar, verstanden. Drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hm. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Hast du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Klar kann ich das. Stehst du ein bisschen im Weg? Ab jetzt leise. Dann duck dich! Überall diese Musik. Da. Ja, das hier brät noch was. Wollen wir das vielleicht ausmachen? Das ist mir irgendwie sehr gefährlich und riskant. Ja, dann geh. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Ich hab doch keine Ahnung. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Seta-Tegrepos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Okay.